Der letzte Härtetest für beide Mannschaften. Rot-Weiß Essen gegen die Kickers aus Offenbach. Regionalliga West hatte Regionalliga Südwest zu Gast. Beide Mannschaften starten in ihre jeweiligen Ligen am kommenden Wochenende. Die optimale Gelegenheit für die Trainer also, ihren Kader unter Wettkampfbedingungen gegen einen gleich starken Gegner zu beobachten. Die Gäste aus Hessen in Schwarz und in Hälfte 1 von links nach rechts. Keine 10 Minuten rum, Konter Offenbach, und den spielt der OFC richtig gut aus. Pysalo, Schala und Weil heißen die Station, und dann rutscht das Händchen von Kifki einmal aus. Ich vermute mal, gegen den Elfmeter können selbst die hartgesottensten RWE-Fans nicht argumentieren. Kifki ist Arbeitstag nur aufgrund der Gnade von Referee Schuh nicht beendet. Schala übernimmt, sicher links unten, 1-0 Offenbach. Andis Schala, im Sommer von Rot-Weiß Erfurt gekommen. Der Mittelstürmer bringt nicht nur eine Empfehlung von 14 Toren und 5 Assists aus der vergangenen Saison nach Hessen, sondern soll mit seiner Erfahrung von über 200 Regionalligaspielen auch Mentor für die junge OFC-Offensive sein. Es war ein munteres Spielchen im Stadion an der Hafenstraße. Dennis Große mit der ersten Essener Gelegenheit, Drabant im Offenbacher Kasten sicher. Auch er neu beim OFC, kam von Ligakonkurrent Elversberg. Nächste Szene, der Befreiungsschlag eigentlich völlig harmlos, aber Ronny Marcos mit dem Aussetzer. Endres ist frei durch. Ja, den darf er machen. Auch Marcos neu bei Offenbach, einmal durchpusten für den ehemaligen HSV-Profi. Die Essener vor allem offensiv jetzt gut in der Partie. Kefke mit der Flanke, Pysalo ist mit der Hand dran und es gibt den nächsten Strafstoß. Auch der sollte einigermaßen unstrittig sein. Chance zum Ausgleich für Ozan Kefke. Fantastischer Elfer, sehr sicher vom Punkt, der 27-Jährige. Ebenfalls ein Neuzugang, in der vergangenen Saison noch für Uerdingen in der dritten Liga unterwegs, soll in der RWE-Offensive den Unterschied ausmachen. Ein sicherer Schütze vom Punkt ist er ganz offensichtlich auch noch. Die Essener, in diesem Sommer ja äußerst fleißig auf dem Transfermarkt, neben Kefki unter anderem auch noch Handi Damani als Drittliga-erfahrenen Offensivmann geholt, kam von Fortuna Köln mit dem Abschluss. Es war wirklich ansprechend, was RWE nach vorne anzubieten hatte. Grunz und Kefki, schicker Doppelpass. Kefki ist durch, Drabant dran und da ist Damani. Den mittlerweile 31-Jährigen als Kölner Urgestein zu bezeichnen, ist fast noch ein bisschen untertrieben. 328 Spiele, 71 Tore und 35 Vorlagen für die Fortuna aus der Kölner Südstadt. Dass er aber auch in einem anderen Trikot brandgefährlich ist, das wissen Sie spätestens jetzt, auch im Pott. Neues Gesicht in Essen, übrigens auch auf der Trainerbank. Christian Titz, der ehemalige HSV-Coach, soll mit RWE endlich mal wieder in die ganz hohen Tabellenregionen vorstoßen. Wir stoßen vor in den zweiten Durchgang. Freistoß Offenbach und Marcel Lenz darf sich beweisen. Starke Parade vom Essener Keeper. Und der 28-Jährige auch in der nächsten Szene im Mittelpunkt. Mike Vetter zuerst mit einer starken Balleroberung, ganz unangenehme Flanke, und Reinhardt nagelt ihn rein. 23 Jahre ist Reinhardt alt, erst in der Winterpause der vergangenen Saison zum OFC gewechselt, davor nie höherklassig gespielt, eine ganz ähnliche Laufbahn wie Sturmpartner Jack Hirst also. Beide haben eine ganze Menge zu beweisen und so macht man auf sich aufmerksam. Die Partie in Hälfte 2 nicht mehr ganz so flott wie zu Beginn. Es läuft schon die 78. Minute, Kopfball von Kehl Gomez, Nachschusschance abgeblockt. Es war die erste, zugegebenermaßen sehr gute, aber auch einzige wirkliche Möglichkeit von Essen im zweiten Durchgang. Am Ende heißt es also 2:2 im Regionalliga-Duell. Ein Remis, mit dem beide Trainer leben können werden am kommenden Wochenende. Da zählt es dann richtig. Essen spielt gegen Dortmund 2, Offenbach am Montagabend unter Flutlicht gegen Ulm. Es geht endlich wieder los. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.